Ja, ich habe es schon wieder getan und mir eine kleine Auszeit in der Natur gegönnt. Diesmal bin ich losgelaufen im Jossgrund, im schönen Lettgenbrunn und werde laufen Richtung Burg Rothenfels bei Haferlohr. Das ist in der Nähe von Marktheidenfeld. Das sind insgesamt nur ca. 55 Kilometer, also nicht so die Wahnsinnstour. Aber der Fokus liegt auch dieses Mal nicht nur auf dem Laufen, sondern ich möchte gerne Trekking-Zeltplätze im Spessart ausprobieren. Das sind kleine Wald- oder Wiesengrundstücke, die vom Spessartbund verwaltet werden. Und dort kann man einfach eine Anfrage stellen auf eine Übernachtung. Es dürfen maximal 5 Zelte pro Nacht übernachten, damit es nicht überhand nimmt. Ja, und wenn dann alles gut läuft, kriegt man eine Bestätigung von denen und die GPS-Koordinaten. Und dann kann man sich dort auf den Weg machen. Und ganz offiziell, ohne jetzt irgendwie das Risiko einzugehen, wild zu campen, auf diesen Trekking-Zeltplätzen übernachten. Eine tolle Sache, finde ich. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren und freue mich auf 3 wunderschöne Tage mitten in der Natur. Nachdem ich ja meine letzte Tour im Spessart wegen einigen Wehwehchen vorzeitig beendet habe und ich dafür im Freundeskreis Spott und Hohn geerntet habe teilweise. Ich muss dazu sagen, ich bin, weiß Gott, kein Outdoor-Profi. Ich bin einfach nur jemand, der gerne in der Natur ist und ja, sich letztes Mal in ein Abenteuer gestürzt hat, was schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Allein wegen der Schuhe, der Socken, der Hose, dem überfüllten Rucksack. Und deswegen habe ich mir dieses Mal ein paar Sachen zu Herzen genommen, habe auch die hohen Wanderschuhe angezogen, in der Hoffnung, dass man so einfach besser läuft und weniger umknickt. Und auch meinen Rucksack. Ich habe alles, bevor ich es eingepackt habe, nochmal auf die Waage gelegt. Und man glaubt es nicht, aber 4 Bananen und 2 Äpfel wiegen auch schon 1 Kilo. Ich habe diesmal ein Basisgewicht von 11,5 Kilo circa. Da ist Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher, kleiner Kochtopf, Regenjacke, 2 Unterhosen, 2 Socken. Und dazu kommt natürlich, ich kann es nicht lassen, meine geliebte Kameraausrüstung. Schon in der abgespeckten Variante wiegt die immer noch 3 Kilo. Und dann noch 4 Liter Wasser dazu. Und zu guter Letzt, ich bin ja 3 Tage im Wald, also muss ich auch irgendwas essen. Circa 2,5 Kilo Essen, Müsliriegel, Tütensuppen, aber lange nicht das Gewicht, was das letzte Mal meine Ravioli-Dosen gewogen haben. Ja, und so komme ich trotzdem auf ein Gesamtgewicht inklusive Rucksack von 21 Kilogramm. Damit bin ich 3,5 Kilo zumindest leichter wie das letzte Mal. Und die 4 Bananen und die Äpfel, die esse ich gleich heute, also nochmal 1 Kilo weg. Ich denke mal, mit 20 Kilo wird das auf jeden Fall eine machbare Sache. Ja, ein Drittel der Strecke habe ich schon geschafft, knapp 6 Kilometer. Und ich würde sagen, es ist Zeit, den Rucksack mal anfangen, etwas leerer zu machen. Thank you.
So, die erste Etappe ist geschafft. 18,5 Kilometer bin ich gelaufen und hinter mir liegt jetzt der Zeltplatz Lahnwiese. Ja, ich habe mich gerade mal ein bisschen umgeschaut und der Platz bietet wirklich alles, was man eigentlich zum Übernachten braucht. Es gibt sogar eine kleine Feuerstelle, wo man offiziell Feuer machen darf. Brennholz sollte aber jeder selber sammeln, weil die Vorräte, die da hinten gelagert sind, sind eigentlich nur für den Notfall. Und ja, so sollte auch jeder schauen, dass er die Vorräte für den nächsten wieder auffüllt. Da hinten im Wald ist sogar noch ein kleines Toilettenhäuschen. Das heißt, eigentlich fehlt es einem an nichts. So, dann gehe ich mal ein bisschen Feuerholz sammeln, denn bis heute Abend habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Und sogar um Werkzeug muss man sich hier überhaupt keine Gedanken machen. Hier hängt sogar eine Axt und eine Säge. So kriegt auf jeden Fall jeder sein Feuerholz klein. So, das reicht erstmal an Holz. Dann baue ich auch mal ein Zelt auf. Ich habe gerade mal ein bisschen meine Füße gelüftet, weil die waren doch recht feucht vom Wandern heute. Und zum Glück habe ich noch Flipflops dabei. Und da werde ich meine Füße jetzt bis zum Schlafengehen noch ein bisschen lüften. Da es aber jetzt doch schon ein bisschen abgekühlt ist, werde ich jetzt doch schon mal ein kleines Feuerchen machen, damit es schön warm ist. Und ich werde eh nicht so spät ins Bett gehen. Insofern denke ich, wird mein Holzvorrat auch reichen, auch wenn das Feuer um 10 Uhr wieder aus ist. Auf geht's! So, nachdem das Feuerchen jetzt brennt, oh, ist es schön warm, mache ich mal das Abendessen fertig. Da ich mir diesmal die schweren Ravioli-Dosen gespart habe und solche Tütennudeln perfekt sind, weil da ist kein Wasser drin, Wasser habe ich eh dabei, werden wir die jetzt mal auf dem Gaskocher zubereiten. So, das Wasser kocht auch schon ordentlich. Minuten später sind die Nudeln auch durch. Ich hatte das ja zu Hause extra mal ausprobiert mit so einem Tütengericht, ob das funktioniert, wenn man da heißes Wasser reinkippt oder ob sich die Tüte gleich auflöst. Zu Hause hat es funktioniert. Hier ist leider eine Seite ein bisschen aufgegangen, deswegen muss man jetzt ein bisschen vorsichtig löffeln. Aber ansonsten ganz gut. Ja, es ist mittlerweile schon 9 Uhr, es wird langsam auch richtig dunkel. Und deswegen werde ich mich gleich mal in mein Zelt zurückziehen. Denn morgen wird es natürlich auch ab 5 Uhr, denke ich, spätestens wieder hell. Insofern sollte man natürlich auch früh ins Bett gehen, damit man dann am frühen Morgen auch wieder fit ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist mittlerweile schon 8:45 Uhr. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier draußen so lange schlafen kann, denn normalerweise werde ich immer sofort wach, wenn es hell wird. Aber das macht auch nichts, denn ich habe ja heute genug Zeit und deswegen werde ich jetzt mal aufstehen, frühstücken und mich dann wieder auf den Weg machen zum nächsten Zeltplatz. Na, zum Frühstück habe ich mich diesmal für Knäckebrot entschieden, weil das schön leicht ist. Und diesen vegetarischen Brotaufstrich. Mehr gibt es jetzt so erstmal nicht. Ich habe zwar noch ein paar Landjäger dabei, aber ich glaube, die hebe ich mir auf für morgen. Man muss ja nicht alles auf einmal aufmachen, ne? Heute Morgen steht auf jeden Fall als allererstes die Suche nach Wasser auf der Tagesordnung, denn das hier ist mein letzter halber Liter von 4 Litern.
Und es kann durchaus 6 Kilometer dauern circa, bis ich an den nächsten Bach komme, so was ich auf der Karte gesehen habe. Und dann kann ich mit meinem Wasserfilter meine Wasservorräte wieder auffüllen, denn ohne Wasser geht gar nichts. So, jetzt werde ich aber erstmal das Zelt abbauen und dann kann es weitergehen. So, meine Sachen sind gepackt. Mein restliches Holz von gestern Abend habe ich für meine Nachfolger da hinten unter den Holzunterstand gelegt, damit die auch noch was zum Verfeuern haben. Dann kann's losgehen. Manchmal glaubt man gar nicht, dass das noch offizielle Wege sind. Aber wenn ich meiner Karte glauben will, dann muss es hier lang gehen. Aber dann kann eben auch mal sowas passieren. Ja, muss ich wohl irgendwie drum rumlaufen. Aber der Weg hier ist schon echt geil, weil hier hat man wirklich nicht so das Gefühl, dass hier jeder lang läuft. Den Weg muss ich nur noch runter, dann sollte laut Karte auch schon ein kleiner Bach da unten verlaufen. Und dann werde ich endlich mein Wasser auffüllen. Da unten höre ich es auch schon plätschern. Das sieht super aus. Riecht auf jeden Fall gut. Also wird man es auch trinken können. Ja. Hervorragend. Da ich jetzt ja schon seit Montag unterwegs bin, das sind 1,5 Tage, und ich immer noch nicht keine Gelegenheit hatte zu duschen oder mich irgendwie zu waschen, und ich auch nicht weiß, wann der nächste Fluss kommt, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt mal ganz kurz in den Bach springen werde, um mich einfach wenigstens ein bisschen frisch zu machen. Dann fühlt man sich heute Abend am Feuer auch gleich wieder wohler. Ja, ist auf jeden Fall schon reichlich frisch. Das war auf jeden Fall bis jetzt definitiv die beste Pause, die ich hatte. Frisch geduscht, neue Klamotten, alle Wasservorräte aufgefüllt. So kann es entspannt noch einen ganzen Tag weitergehen. Ich habe es geschafft. Nach doch recht anstrengenden 22,8 Kilometern habe ich nun endlich den Zeltplatz Rothenbuch 1 erreicht. Und ich muss dringend aus meinen Schuhen raus.
Dieser Platz ist ähnlich ausgestattet wie die Lahnwiese, wo ich gestern war. Auch hier gibt es einen Notvorrat an Holz. Eine Säge ist auch da. Eine Axt habe ich jetzt leider nicht mehr gesehen, aber naja, brauchen wir eigentlich eh nicht, ne? Und auch ein Toilettenhäuschen ist vorhanden. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, auch hier sieht es ganz anständig aus. Ja, heute gibt es Penne mit Brokkoli in der Outdoor-Küche und da es eben schon mal so ganz leicht angefangen hat zu nieseln, lohnt sich das, glaube ich, mit dem Feuer gar nicht so richtig. Die Mücken fressen mich auch hier draußen auf. Ich glaube, ich esse jetzt einfach was und verziehe mich danach in mein Zelt und gehe heute einfach ein bisschen früher schlafen. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich bin nach dem Abendessen dann doch direkt ins Zelt, weil es angefangen hat zu regnen. Bin dann auch direkt eingeschlafen. Es war zwar erst 7 Uhr oder sowas. Und ich muss sagen, es beweist sich immer als ganz besonderer Nervenkitzel, wenn man nachts aufwacht und es rund ums Zelt überall raschelt. Man sich fragt, das ist doch nur eine Maus, ein Hase, ein Reh, ein Wildschwein oder vielleicht doch ein Mensch. Eins ist jedenfalls sicher, man kann sich nicht unbemerkt ans Zelt schleichen, denn der Waldboden knackt und raschelt überall. Alles, was hier lebt, ist eigentlich eher scheu. Und es wird dir kein Reh oder Wildschwein einfach so ins Zelt rennen. Insofern kann ich eigentlich ganz beruhigt weiterschlafen. An Freunde und Familie braucht euch auch keine Sorgen machen, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe. Denn hier ist überhaupt kein Empfang. Überhaupt kein Netz. Das heißt, ich könnte mich nicht mal melden. Selbst wenn irgendwas wäre. Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz rauspinkeln. Morgen. Es ist jetzt 7:15. Die Nacht war noch ziemlich unruhig. Es war sehr windig und es sind ziemlich viele Tannenzapfen auf mein Zelt geprasselt, was mich immer wieder wach gemacht hat. Aber ich werde jetzt mal aufstehen, frühstücken, meine Sachen packen und dann loslaufen. Ich habe heute noch 17,5 Kilometer circa bis zur Burg Rothenfels. Und das sollte ich dann also bis um circa 14 Uhr gepackt haben. Und dann werde ich mich mal dort abholen lassen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie man den Wind so kommen hört. Erst fängt es da hinten an zu rauschen in den Baumwipfeln und dann kommt es immer weiter hierher, bis dann der Wind hier bei mir durch die Bäume geht. Und genauso war es auch heute Nacht und dann fallen immer wieder so ein paar Tannenzapfen oder Eicheln von den Bäumen. So wie jetzt, genau.
So, Isomatte, Schlafsack habe ich alles schon zusammengepackt. Das Zelt ist quasi leer. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen stehen und ein bisschen abtrocknen. Und dann frühstücke ich mal was. Los geht's zur letzten Etappe. Ja, hier hat's wohl auch letzte Nacht einen Baum umgehauen. Es war doch recht stürmisch, ja? Dieser Weg sieht auch so aus, als wäre er schon länger nicht mehr befahren oder gelaufen worden. Da hinten sind tatsächlich eben ein paar Wildschweine langgelaufen. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich noch Wildschweine sehe. Es ist so windig, hier knackt es überall. Ich denke, jedes Mal gleich fällt ein Baum um. Ja, die Wildschweine, es war auf jeden Fall ein großes und mindestens zwei kleine, die ich so gesehen habe. Aber die sind so scheu. Also ich glaube, vor denen braucht man wirklich keine Angst haben, wenn man sie jetzt nicht bedroht oder in die Ecke drängt. Ja, ich habe es geschafft. Dort hinten liegt mein Ziel. Berg Rotenfels. Nicht Burg Rotenfels, wie ich es fälschlicherweise am Anfang des Videos gesagt habe. Ja, damit ist meine Tour auch schon beendet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal oder folgt mir bei Instagram unter erik.bischof. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!